Sie haben es gerade gesehen, fast 1/18 auf Michael Schumacher. Und das ist zu viel. Man hat gehofft, dass man hier in Österreich mit den vielen langen Geraden wieder näher würde drankommen können an die Ferrari, als zum Beispiel bei den letzten beiden Rennen in Imola und in Barcelona. Und jetzt sieht es tatsächlich mal so aus, als wäre man sehr nah dran, denn bei der ersten Zwischenzeit Montoya schneller als Michael Schumacher. Das war die Remus-Kurve, das ist jetzt quasi die Gegengerade, oben am Hang entlang. Langgezogene Rechtskurve bergab. Und jetzt die schwierig zu fahrende Doppel-Linkskurve. Man sieht sehr schön, die Strecke hängt nach außen. Da hat er dann doch wieder Zeit verloren. Jetzt noch ein kurzes Vollgasstück und dann bergab anbremsen der Jochen Rindkurve. Sehr schnell. Und jetzt die letzte Rechtsvorstart im Ziel. Analysieren wir mal. Im ersten Sektor.